Liebe Schützenschwestern, Schützenbrüder, einen wunderschönen guten Tag allen. Es ist Fronleichnam, Hochfest in der Kirche, aber auch besonders für uns Schützen ist das ein wichtiger Tag im kirchlichen Kalender und im Vereinskalender. Und wir dürfen Sie alle ganz herzlich zu dieser Botschaft, Videobotschaft begrüßen. Wir, das sind... Ja, ich bin Alexander Tetzlaff, der Diözesan Jungschützenseelsorger, beim BSJ hier auch um die Ecke in Huchen-Stammeln angestellt, und Pfarrer Norbert Glasmacher, Diözesanpräses der Schützen im Bistum Aachen. Ja, verbunden mit dem Festtag, mit dem Hochfest Fronleichnam, ist eine Aktion, die wir mit euch vorhaben, mit allen Schützenschwestern und Schützenbrüdern, egal ob Alt- oder Jungschützen. Deswegen sind wir auch zusammen hier. Und es geht darum, auch zu zeigen, eigentlich neben den traditionellen Dingen, die an diesem Tag stattfinden, ist auch eines ganz wichtig. Eigentlich würden wir uns alle sehen, Gemeinschaft miteinander erleben. Das können wir in diesem Jahr leider durch die Situation nicht so wirklich tun. Darum hatten wir folgende Idee. Wir können uns als Gemeinschaft trotzdem heute über den Tag zusammenschließen und eine große Prozession bilden. Normalerweise wären ja unsere Prozessionen in den Gemeinden. Wir würden den Herrn in der Monstranz durch die Straßen tragen, unsere Botschaft als Christen sozusagen nach außen bringen. Das ist das Schöne und das Große dieses Festes Fronleichnam. Das können wir in diesem Jahr leider nicht tun, in Prozessionsform. Dennoch wissen wir, besonders in der Heiligen Eucharistie, der Herr ist da. Das ist das Große, das Gewaltige dieses Sakramentes, die Eucharistie, die wahre Gegenwart des Herrn mit Leib und Blut, Seele und Gottheit wirklich gegenwärtig, damit wir mit ihm sein können, damit er uns begegnen kann. Und deswegen tragen wir ihn ja auch raus auf die Straßen, damit auch andere Menschen, alle Menschen, ihm begegnen können, so wie er damals durch die Straßen gegangen ist, der Dörfer und der Städte. So möchte er auch heute den Menschen begegnen. Das ist eigentlich das Fest Fronleichnam, und das ganz besonders auch in unseren Schützen. Bruderschaften und Vereinigungen. Und besonders aus diesem Grund haben wir den Tag unter das Motto gestellt: In deinem Angesicht. Wir erkennen im Stück Brot in der Eucharistie Christi Angesicht. In deinem Angesicht bedeutet aber auch, dass jeder einzelne von uns als Christin oder Christ in den Bruderschaften wichtig ist. Und deswegen die ganz einfache Aktion: Zeigt euer Angesicht. Jeder hat so ein Smartphone oder eine Kamera zu Hause mittlerweile, und es ist ganz einfach, heutzutage ein Foto von sich selbst zu machen, Selfie, das hochzuladen, und dann müsst ihr es nur noch unter zwei Hashtags setzen. Ein Hashtag heißt in deinem Angesicht. Der zweite, Fronleichnam vernetzt. So können wir dann Gemeinschaft zeigen, äußern und zeigen, dass wir zusammenhalten, gerade an so einem Tag. Und so verwirklicht sich der Gedanke der Eucharistie, den Herr Glasmacher gerade eben auch nochmal verdeutlicht hat, dann tatsächlich, aber auf andere Art und Weise. Und auf andere Art und Weise bleiben wir dann verbunden. Dafür bin ich sehr dankbar. Ich bin dankbar für diese Initiative, dankbar für euer Mittun, dankbar für eure Gesichter, und hoffentlich, so Gott will, werden wir uns bald nicht nur in digitaler Form wiedersehen können, sondern in der Tat von Angesicht zu Angesicht.